dann wieder einmal willkommen zu einer weiteren Folge. Wenn ich jetzt das richtig gehört habe, ist der Fettsack weg. Aber wo sind denn beide deine Augen noch? Ja, ist doch alles okay. So, das heißt, ich könnte jetzt ohne Probleme... nach Dokumenten ausschauen. Guck mal links. Oh, Batterie. Ey, da war Batterie. Ja, super. Dann lad nach. Oder hinterher hätten wir machen können. Wir hätten es hinterher machen können. Wir wären hier wieder zurückgekommen. Das war dumm von uns. Also von mir war das. Ah, verstehst du? Ich hoffe, der kommt da nicht wieder lang. Okay. Das würde zu lange dauern, alles. Hey, man, wir haben eine Batterie. Wow. Ich müsste, das würde zu lange dauern. Ich dachte, er wäre jetzt komplett weg oder so. Das ist scheiße. Man. Jetzt bist du da runter. So. Ja, dann geht's weiter. Ja, Aufzug. Ich hätte eine Kette gehört. Ah. So, ja. Wir fahren in den Tod. So viel steht fest. Die Lobby! Wir wollen raus. Nein! Sagt, wir fahren in den Tod. Finde einen anderen Weg nach draußen. Ich hasse dieses Spiel. Hallo! Hallo! Ja. Hallo! Hallo, hier unten! Ah, ich. Boah, ich dachte kurz, das Spiel wäre abgeschlossen. Es kommen Erinnerungen wieder. Wir sind im ewigen Eis. Und das ewige Eis. Okay. Ja, ist ja voll modern hier. Mhm. Könnte man nur mal ein bisschen sauber durchwischen, oder wäre alles sauber. Gut. Was? Oh, was lesen? Lesen! Dokumente. Ist das richtig? Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23 Auszug. O Mensch, so rief ich. Wie verblendet verharrst du noch in deinen Weisheitsdünkel? Was ist das für Worte? Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zorn entbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignete Schritte nachzudenken. Nachzusinnen. Versucht, nachzudenken. Oh, guck. Warte. Bitte, versucht, nachzudenken. kann man die noch... Scheiße. Nein. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig,
warte, Zeile versprungen. Ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das haben wir auch. Nein, das schreiben wir gerade. Was meinst du, wir jetzt oder wir schreiben es ja gerade? Stimmt, wir schreiben das. Das sind seine Notizen. Das ist kein. Ja, gut. Das ist kein Evangelium, es ist ein absurder Spott. Spott. Nein, Spot. Achso, Spot. So wie Werbespot. Spot an. Nicht das ist ein Werbespot für Murkoff. Stimmt. Für Mount Massive und so weiter. Alter, wollen Sie auch Ihren alten Opa hier loswerden? Der ist schneller weg, als Sie erzählen, als gucken können. Das ist doch gutes Training. Du musst laufen, vor Leuten wegrennen und so weiter. Also bist immer sportlich aktiv. Der Trainer ist der Fette. Das ist kein Evangelium, es ist ein absurder Spot. Spot. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diesen Bastard mit meiner verstümmelten Leiche. Aber vielleicht sterben wir doch nicht. Vielleicht überleben wir das. Hinterlassen wir wieder Fußabdrücke? Ja! Ist ja Moonwalk. Speichert. Oh Gott. Block A. Immer noch Bock. Ah. Morphogenik. Irgendwas. So, was haben wir hier? Nitrogen, okay. Ich glaube, der Warrider hatte echt schön viel Spaß. Eine Kamera. Aber die ist ja noch kaputter als unsere. Jo. Was ist das denn für ein Modell, ey? Noch mehr Blut, ein Dokument. Ja. Guck, oh. guck dir wieder. Guck dir mal an. Scary. Guck mal da oben, was ist da oben? Patient 1287B. Ich kann da nichts Ungewöhnliches erkennen. Juhu, Dokumente. Ach du Scheiße. Warte. Ja, viel Spaß. Okay. Ja, mir ist egal. Nee. Okay. Autor Jennifer Rowland. Anmerkung: Meine 14. Autopsie eines Warrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an mein Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Was? Soll ich sammeln? Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockeyteam ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ich kann gar nicht verstehen, warum diese sperma-basierte Methode nicht wollten. Alter. Win-win? Hallo? Schön alles zumachen. Ja, so Sicherheitsgründe und so, ne? Falls Feuer ausbricht. Ja, stimmt das auch. Ich meine, es brennt ja gerade der obere Bezirk, ne? Mal da links. Papa, ist das die Außenwelt? Mach mal Foto. Das sieht irgendwie aus wie auf dem Mars. Faken die Marslandung. Lol. Vielleicht okay. Ist das ein Universum in einem Universum. Wir wissen ja gar nicht, was dieser morphogenetische Antrieb ist.
Ist das hier Richtung Ausgang? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist besser, geradeaus oder hier? Ja, gehen wir mal dahin. Siehst du? Ja, aber eine Theorie von Einstein. Drück doch mal N. Ja. Jetzt? N. Doch N. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist der morphogenetische Antrieb, eine mathematische Zeile, ein Algorithmus. YouTube-Algorithmus. Programmiert uns. Also programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Okay. Boah, Alter, diese Musik. Was ist denn mal da aus? Geh ich wieder hin? Steh da auf! Ich komm da hoch! Stell die Leiter wieder auf! Über die Treppe. So. Oh Gott. Huh? Was ist das? Das ist der Warrider! Wo muss ich hin? Ah, ja, super, ich hab die Tür zugehauen. Kann er durch die Tür durch, oder? Ja. Oh! Wechsel. Ja, muss ich hin? Muss ich hin? Muss ich hin? Ja, boah, Alter. Der Dicke ist tot. Fertig mit Fickfit. Jetzt kann ich die Notizen wiederholen aus den oberen Räumen. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Chris ist tot? Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so war mir Gott helfe. Hoffe ich, dass du nicht einen anderen gefunden hast. Ich kann die Notizen jetzt holen aus dem Raum. Jetzt ist der Fahrstuhl tot. Ich glaube, der Fahrstuhl funktioniert nicht mehr. Nee, wir können den Fahrstuhl nicht mehr benutzen. Aber warum konnte jetzt der Dicke den. Warum konnte der Dicke den Fahrstuhl benutzen? Oder hat er sich einen Tunnel gegraben? Warte. Ich frage mich, hat der Peisel an uns geheftet? Ich hätte eigentlich mit dem Aufzug abstürzen müssen. Aber ich frage mich, wie kann es sein, dass er immer wieder bei uns ist? Hat der einen. Schade. Versuchen wir es wert. Vielleicht geht das. Geh mal durch. Geh mal hin. Nein, das ist so verschlossen wie hier. Ja, wo sollen wir jetzt hin? Aber da kamen wir doch her. Naja, aber die Kamera hat doch wieder rüber geschwenkt, also müssen wir da wahrscheinlich jetzt sagen. Da ist jetzt auf einmal offen. Hat der Geist irgendwie ein paar Türen geöffnet? Hey! Das ist Wernicke. Technology we have had for decades but never mastered. Your
Kerckhoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineer the precise molecules necessary. Mind of a body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Wir müssen jetzt den Wallrider töten? Aber er hat uns doch gerade geholfen. Der hätte uns umgetötet, wären wir nicht schnell genug abgehauen. Oh. Nee, was ist da? Nur eine Kamera. Nix. Das ist alles duschen, nix. Ne? Jo. Nix. Nur duschen. Da. 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 Liegt hier noch irgendwo drum? Nee. Hier waren wir noch nicht drin. Hallöchen. Boah, Alter. Den hat's zerrissen. Alter. Das muss hart gewesen sein. Der dachte sich, oh mein Gott, was kommt da für eine Kackwurst? Und dann, aber. Ja. Ja, Fußspuren. Da lang oder? Waren wir hier nicht vorhin? Sieht ein bisschen ähnlich aus, ne? Gleich aus. Na, was? Hä? Jetzt der Wallrider. Wohin? Ah. Ich weiß nicht wohin. Fuck! Lass mich die Wurst bescheißen! Das ist ein absurd, sich vor so einem Geist zu verstecken hinter der Toilette. Wer sieht uns denn heißen? Fuck! Ist die Frage, machst du jetzt weiter oder? Hast du eine Minute? Was? Hast du eine Minute? Achso, ja, warte, ich bleib hier auf dem Klo. Eine Minute auf dem Klo verstecken. Ja, und jetzt die Tür wird hier noch frei. Ah, da oben können wir auch entkommen. Ja. Ach so. Ich glaube, bevor ich hier runterspringe, werden wir die Folge jetzt hier beenden. Ja. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Obwohl er wahrscheinlich speichert das jetzt erst da unten, ne? Weißt du, wer der nächste Speicherpunkt weg ist? Weg da, weg da, weg da! Hallo, Willi kommt! Willi kommt! Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge! Ciao!